kompatibel. Guten Morgen. Gott sei Dank, nur du. Wen hast du denn erwartet? Nee, schon gut. Hast du die Mathe-Sachen mit? Ja, am besten setzen wir uns an den Schreibtisch, oder? Aber erstmal muss ich diese Hose hier auskriegen. Wie kann man denn so blöd sein, sich ein Teil kaufen, was viel zu klein ist? Das grenzt ja schon an Selbstverstümmelung. Hör jetzt auf zu quatschen und hilf mir lieber, bevor es zukommt. Ist es etwa gar nicht deine Hose? Warum geht denn dieser verdammte Knopf nicht auf? Kannst du mir doch mal erklären, was das soll? Ja. Vergiss es! Verrat mich lieber nicht. Morgen! Morgen! Hi! Was machst du denn schon hier um diese Zeit? Ja, ich habe Emma versprochen, mit ihr die Matheaufgaben durchzugehen, wegen dem Test. Und warum liegst du dann noch im Bett? Ich? Weil ich in Gedanken noch mal den Tag durchgehe, bevor ich aufstehe. Seit wann machst du das denn? Das hat sie von mir. Ach so. Na dann noch viel Spaß beim Durchgehen. Ich muss erst mal frühstücken. Ciao. Ciao. Oh, es hat sich gerade so angehört, als wäre da was bei dir gerissen. Also, ich drehe mich jetzt noch mal um und sag's mir, dass das alles nicht wahr ist. Aber es ist wahr. Es ist ein Riesenriss. Sue killt mich, wenn sie das sieht. Was soll ich denn jetzt machen? Ihr die Wahrheit sagen. Aber sie war so happy mit der Hose. Ja, wie wär's mit Umtauschen? Kann man das denn jetzt, wo sie kaputt ist? Ja, irgendwie ist das ja so ein Materialfehler. Geht das auch bei Schnäppchen? Warum nicht? Probieren geht über Verlieren. Aber auf jeden Fall brauchen wir dazu die Quittung. Wie ich Sue kenne, ist der Bon noch in der Tüte. Aber wo ist die Tüte? Die Tüte ist im Papierkorb. Mist, den hat sie vorhin mit rausgenommen. Nichts wie hinterher. Moment, Moment. Die Tüte läuft uns doch nicht weg. Da können wir später nachsehen. Jetzt machen wir erstmal Mathe.